Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute unsere erste Wanderung, auf der wir euch mitnehmen. Der Rest ist auch schon am Start. Die warten jetzt erstmal, dass wir ein Parkticket lösen. Wir starten heute am wunderschönen Schloss Seehof. Ich glaube, normalerweise sieht das ein bisschen cooler aus, aber hier wird ein bisschen renoviert. Naja, dann sieht es halt nächstes Jahr wieder cooler aus. Aber das Wichtigste zuerst, erstmal ein Parkticket lösen. Ja, was haben wir uns heute vorgenommen? 35 Kilometer, 600 Höhenmeter, vier Männer, die total im Saft stehen. Schaut es euch einfach selber an. Der frisch gebackene Dartweltmeister Moin. Mirko, unser Supersportler Martin Moin. und Christoph aka Ono. In diesem Sinne, los geht's. Die Jungs strotzen vor Motivation am frühen Morgen. Erste Brauerei, natürlich Corona-konform, leider zu. Vor allem, wir haben es 6:45. Das wäre ein bisschen früh, um das erste rein zu zwitschern. Wir haben gerade mal drüber diskutiert oder drüber gesprochen, dass unser Endgegner eigentlich noch vor uns liegt. Wir sind alle am Schwitzen nach 2 Kilometern und sehen da hinten nicht für mich, ich bin noch gar nicht warm. Schön ein Hügelchen, über das wir nachher noch drüber dürfen. Also außer unser Martin, der ist noch nicht mal warm. Der Rest schwitzt wie Sau. Bei der Gelegenheit ein kleiner Produkttest. Also wie ihr seht, Christoph und ich komplett in Revolution Race gegen unsere Joggerfraktion. Komplett in Adidas. Adidas, Nike, wie sie alle heißen. Ich habe vorhin gelernt, diese Jogginghosen, die aussehen wie eine Jeans, heißen wie Jeans-Jogger? Jogger-Jeans? Keine Ahnung. Wieder was gelernt, weil ich dachte erst, unser Mirko läuft in Jeanshose. Aber falsch gedacht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ungefähr, ich würde mal sagen, 7.45 Uhr. Wir haben festgestellt, Christoph muss chinesischer Abstammung sein. Er fotografiert einfach alles, auch hier die Brauerei Wagner. Erste Ausfallerscheinungen, der Schuh gibt nach. Team Revolution Race Hikes musste erst zweimal Schnürsenkel binden. Team Jogginghose hat schon zweimal Dreck aus den Schuhen. Aber der Gang sieht wieder gut aus. Ich denke, in der Pause werden wir die Füße sehen. Wir sind an der Brauerei Göller, ein wunderschöner Biergarten. Auch hier früh um 8:30 Uhr, keine Chance. Wir kriegen leider kein Bier, nichts zu essen. Entschuldigung, ein isotonisches Sportgetränk wäre unser Bestreben gewesen. Aber wir hoffen, hier was essen zu können. Also kurzes Feedback. Unsere Bäckerei der Begierde hat leider zu. Wir haben immer noch 4 weitere hungrige Mäuler zu stopfen. Neben Hunger macht sich auch langsam Durst breit. Aber ich denke, wir schaffen das. Flink wie eine Gazelle. Ihr habt jetzt gehört, dass hier ist mein rechtes Eis geklemmt. Die restliche Fraktion. Jawohl, die kleinen Schritte. Und unser Survival-Martin denkt sich, ich laufe lieber 500 Meter Umweg, bevor ich mir hier eine Muskelzerrung hole. Schritte zählen. Ich sag's nur Ungarn, Team Hikes hat einen Stein im Schuh. Ich kann euch auch genau erklären, warum. Schaut euch diese Hose an. Er hat sie nicht über dem Schuh und wundert sich, warum er direkt drin hat. Kontrollieren wir gleich nochmal. Macht er es diesmal besser? Es sieht gut aus. Scheiße. Jetzt. Also, welche Überraschung, wir müssen Pause machen. Team Jogginghose muss urinieren. Was ist denn da hier? Soll ich mich rumdrehen oder handfrei oder irgendwas? Wollt ihr Martin in Zukunft freihändig urinieren sehen? Schreibt's in die Kommentare.
Der brunst wie ein Kamel, Alter. Seht ihr diesen Strahl? Aber es ist clever, Team Jogginghose lässt jetzt hier einfach mal gut, ja, ich schätze, 1,5 Liter am Boden. Das muss den Berg halt nicht wieder hoch. Das war der Mix gestern, Hefe, Keller. Alter, stinkt das, was ist das? Bärlauch. Pfui. Kleiner Zwischenstand. Wir sind, ich hoffe, ihr könnt es lesen, in Medensdorf. Und seht mal, was wir hier Schönes bekommen haben. So viel zum Thema fränkische Gastfreundlichkeit. Wir sind gerade hier auf unserem Brauereiweg durch ein kleines Dorf gelaufen. Hat uns ein Einheimischer aus dem Fenster zugerufen: Halt Jungs, bleibt mal stehen. Prompt gab es früh um 9 4 kühle Blonde von dem netten Herrn. Und ein echt wundervolles Gespräch. War sehr, sehr schön. Ja, so gab es ungeplant eine Bierpause. Irgendwann später. Da sitzt eine Katze, ich glaube, die scheißt. Also wir haben gerade festgestellt, dass eine Katze an unserem Pausenplatz kackt. Wichtige Info, weil wir müssen erstmal Blasenkontrolle machen bei Team Jogginghose. Und viel wichtiger, Flüssigkeit nachtanken. Schauen wir uns mal die erste Blase an. Ah, zeig mal deinen Fuß. Schaut echt wehleidig aus und riecht ein bisschen komisch, aber ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Ich habe es vorhin gar nicht erwähnt, aber Spitzname von Martin, zumindest von mir, ist auch Gurke. Der hat vor einer Viertelstunde zu unserer letzten Pause Gurken gefuttert. Schaut ihn euch an, der rennt einfach den Berg hoch. Man erkennt es in dem Video leider nicht ganz so gut. Aber zum einen sind hier sau viele Äste, weil es kein richtiger Weg ist. Und zum anderen ist es verdammt steil. Also mir läuft das Wasser sonst wohin. Hoppala. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Er empfiehlt, er würde zu einer frischen Gurke noch einen Gurkensaft empfehlen. Und dann könnt ihr auch hier hochrennen. Muss ich das nächste Mal probieren. Hoppala. Ja, hinter mir, Team Jogginghose. Die erste große Blase. Hoppala, passiert. Wir haben Blasenpflaster drauf, seitdem scheint es ein bisschen besser zu sein. Aber ich denke, wir sind ja bald oben. Kurze Ergänzung. Ich habe es leider nicht auf der Kamera. Ich habe gerade eine Motivationsansprache gehalten. Alle nass, alle kein Bock mehr. Das waren 40 der bevorstehenden 200 Höhenmeter. Das heißt, 160 solcher Höhenmeter liegen noch vor uns. Moin! Nur fürs Protokoll, Team Jogginghose macht Pinkelpause Nummer 7. Wir sind seit 3 Stunden unterwegs. Wohlgemerkt, 0 und erst 7. Unser Mirko nimmt all seine Kraft zusammen und rennt den Berg hinauf. Ich weiß nicht, ob es die Kamera sieht, aber ich sehe das Schweißrinnsal von der Nasenspitze tropfen. So sieht ein entspanntes Sportlergesicht also aus. Hier einfach mal, wofür wir das Ganze machen. Daneben Ebern. Einen wunderschönen Ausblick. Ihr seht hier die Wandercrew. Total erschöpft, aber glücklich über den Ausblick. Wunderschön. Ein kleiner Nachtrag an der Stelle. Der Weg da unten führt parallel hier zu unserem, ja, ich nenne es mal Bergrücken, den wir auch hätten laufen können. Wir haben uns aber für den Weg hier oben entschieden. Eine alte Rückegasse, Abenteuer pur. Wir sind ja keine kleinen Mädchen, sondern suchen ein bisschen die Herausforderung. Also nur damit ihr mal ein Gefühl kriegt, was für Höhenmeter wir hier reißen. Ziemlich steiler Abhang, ich würde schätzen 20-25 Meter.
den wir jetzt einfach mal hochgelaufen sind. Und die Jungs sind immer noch voller Elan dabei. Wir sind uns alle einer Meinung, das ist der Zauberstab von Gandalf dem Weisen. Nun gehört er Mirko dem Kleinen. Also wir traben jetzt hier mal runter. Geiler Tipp von Fritz, danke dafür. Mega geil, sehr angenehm, um große Höhen mit Tempo zu überwinden. Also auch hier geht wieder ein fettes Dankeschön raus an die Brauerei König. Man sieht sie da hinten so ein bisschen versteckt. Ja, mein Herz für Wanderer, Corona-konform, durften wir uns ein bisschen was mitnehmen, to-go essen. Es sieht einfach sagenhaft aus. Der Martin kann es nicht abwarten, der dreht es instant rein. Ja, natürlich, Alter, hallo. Sag mal, früh war ich auf jeden Fall scheiß vertrocknetes Brüller. Super Service, super freundlich, mega geil. Noch ein Merzenbock, glaube ich, war es, haben wir abgestaubt. Das heißt, die Tour geht weiter. Er verlässt uns. Schaut euch diesen Ausblick an. Genau dafür macht man das Ganze doch. Wir haben jetzt 23 Kilometer hinter uns. Ich glaube, wir haben ein paar Schritte zu viel gesammelt. Laut Navi haben wir jetzt noch ungefähr 12 Kilometer vor uns. Wir haben gerade gut gegessen. Ich denke, jetzt steht unserem Ziel nichts mehr im Wege. So, wir haben jetzt hier nochmal so einen kleinen Brunnen entdeckt. Sind der Meinung, es ist der richtige Zeitpunkt, um sich einfach nochmal abzukühlen. Das werde ich jetzt auch tun. Und der nächste Schuppentiger wäscht sich erstmal in Ruhe die Rübe. Du hast noch Shambo? Der Abfluss hat gesagt, er hat keinen Bock mehr bei unseren Haaren. Ist es kalt. Ja, wir freuen uns gerade riesig, dass wir es gleich geschafft haben. Gleich geht es noch in den Pool, aber ich denke und ich glaube und ich bin mir relativ sicher, dass wir euch da mitnehmen. Also wenn Kinder unter 16 zuschauen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt auszuschalten. Leider konnte ich das Versprechen nicht einhalten, nicht hocherotisch aus dem Pool. Deswegen hier das, ja, ich nenne es mal Outro aus meiner kleinen Zentrale heraus, aus meiner Schallzentrale. Ja, die Tour ist rum, es ist tatsächlich schon unter der Woche, also wir haben nicht mehr Sonntag. Wir waren einfach nach der Tour zu fertig. Wir waren noch im Pool, wir haben uns noch, echt noch gut gehen lassen, nochmal schön was zu essen bestellt. Aber für ein Video war einfach zu viel. Ihr habt sicherlich auch gemerkt, nach dem Mittagessen sind die Videos deutlich weniger geworden. Da hat die Energie einfach nachgelassen. Ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, uns bei der Tour zu begleiten, beziehungsweise euch das jetzt anzuschauen, wie uns die Tour selbst. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, damit ihr immer up to date seid, wann ein neues Video kommt. Einmal abonnieren und die Glocke drücken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.